Ich möchte dann die Gelegenheit nutzen, um auch die anderen illustren Gäste vorzustellen, die sich hier eingefunden haben. Direkt neben Herrn Becker ist Frauke Gerlach, die Geschäftsführerin des Grimme-Instituts. Daneben Tobias Schmidt, der Direktor der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen. Dann Nathael Liminski, Chef der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen. Und Friederike von Groß, Geschäftsführerin der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur. Herzlich willkommen. So, und wir sind alle heute hier zusammengekommen, um die Frage zu verhandeln, Quo vadis digitale Gesellschaft? Also ein weiteres kleines Brett zu bohren. Und ich stelle gerade fest, wir haben ein wenig mehr Zeit, als ich dachte. Da kann ich doch gerne noch mal nachlegen. Ich würde tatsächlich, Herr Becker, weil in diesen Runden, also wir diskutieren ja sozusagen gleich das große Ganze, aber diese Aufgabe, diese Frage, die Sie gestellt haben, finde ich sozusagen dermaßen spannend. Ich würde sie fast in die Runde geben wollen. Also wenn sich die Damen und Herren sozusagen für ein kleines Uni-Experiment hergeben möchten, zu wem werden wir denn eigentlich, wenn wir soziale Medien benutzen? Und wir sprechen ja gleich sozusagen über das Gesellschaftliche und über das Politische, aber zu wem werden wir denn eigentlich? Und ich kann ja sozusagen mal anfangen und von mir erzählen, wer werde ich denn eigentlich, wenn ich in den sozialen, digitalen Medien umgehe? Und was ich spannend finde, ist, ich werde unfassbar informiert. Also gerade meine Twitter-Benutzung ist so, dass das für mich das Hauptmedium ist. Also die Tageszeitung im Print gibt es bei mir nicht mehr, weil ich mir andere Informationsquellen eingerichtet habe. Und ich aber auch merke, dass ich sehr schnell werde. Ich habe das neulich in der Diskussion festgestellt, wo mit jemandem, mit dem ich eigentlich nicht freundschaftlich, aber zum Beispiel sympathisch, kollegenhaft verbunden bin. Und wir sind uns auf Twitter begegnet, sage ich es mal. Und beide in einer Art und Weise erhitzt geworden, die ich in einem anderen Medium nicht an mir und an ihm wahrscheinlich auch beobachtet hätte. Und das fand ich auch eine bestimmte Selbstbeobachtung, die mir jetzt bei dieser Frage, die Herr Becker gerade gestellt hat, zu wem werde ich denn eigentlich, aufgefallen ist. Und auch, dass man sich diese Frage stellen kann, das ist, glaube ich, auch was ganz, ganz Wichtiges. Friederike von Groß, zu wem werden Sie denn in den sozialen Medien? Das kommt immer darauf an, was ich so für Kanäle benutze. Das ist ja das Schöne an den sozialen Medien, dass ich mich dort ausprobieren kann, dass ich ganz viel Neues kennenlernen kann, dass ich ganz viele Menschen treffen kann, dass ich Informationen bekomme, die ich vielleicht auf ganz vielen anderen verschiedenen Kanälen so nicht habe. Ich kann auswählen, aber ich kann auch experimentieren. Also wenn ich jetzt nicht in meiner Rolle bin, kann es zum Beispiel sein, dass ich noch ein Profil habe, was ich privat ganz anonym benutze. Dann kann ich andere Seiten von mir ausleben. Das ist ja auch was so ein Reiz für Kinder und Jugendliche ausmacht. Ne? Ich kann mich ausprobieren, austesten, vielleicht auch so ein bisschen erstmal in einem geschützten Rahmen. Ich kann gucken, wie ich ankomme, also was für Feedback bekomme ich, das ist ja ganz wichtig, gerade beim Heranwachsen, aber auch für Erwachsene. Und deswegen bietet das erstmal ganz viele Möglichkeiten. Aber diese Möglichkeiten muss ich kennen und nutzen können. Mhm. Und das ist wichtig, dass wir das halt vermitteln, dass ich nicht nur Medien konsumiere, indem ich mir YouTube-Videos anschaue, den ganzen Tag ungefiltert, sondern vielleicht überlege, welche Möglichkeiten der Partizipation habe ich, wie kann ich mich selber auch ausdrücken über Medien, nicht nur zu haten, sondern das für meine Zwecke oder für gesellschaftlich relevante Zwecke zu nutzen, mich darüber mit anderen auszutauschen, auch zu reiben und dadurch vielleicht neue Meinungen und Haltungen zu entwickeln. Man wird ganz schön viel in den sozialen Medien, oder? Ja. Herr Lewinsky? Ja, zu wem oder was werde ich, wenn ich soziale Netzwerke nutze? Ich kann erstmal viel von dem nachvollziehen, was Frau von Groß gerade gesagt hat. Ich glaube, bekanntermaßen liegt der Reiz in der Tat vielfach in der Anonymität. Damit verbunden ist natürlich auch das Herausfallen aus der sonstigen gesellschaftlichen Rolle, vielleicht auch aus dem Amt, was man innehat. Und damit verbunden dann gegebenenfalls auch ein ganz anderes Kommunikationsverhalten. Ich selber kann ich ja bei der Gelegenheit gestehen, konsumiere nur beschränkt soziale Netzwerke, eher im Sinne der Information, aber selber wenig aktiv. Glaube auch, dass man da sehr aufpassen muss, dass sozusagen die Dinge nicht zu sehr auseinanderfallen. Das wird auch von außen wenig verziehen, gerade wenn man in politischen Ämtern ist. Aber das fällt mir zum Beispiel auch immer wieder auf, dass auch Journalisten zum Beispiel manchmal in der Nutzung von sozialen Netzwerken aus ihrer sonstigen Rolle herausfallen und dann schnell eine sozusagen Vermischung da ist zwischen journalistischem Amt oder journalistischer Funktion, Beruf und dann gleichzeitig aber eben
vielleicht persönlichen Leidenschaften oder persönlichen Hobbys oder Interessen oder auch Positionen. Und das ist etwas, was dann auch immer wieder für Irritation natürlich sorgt. Und insofern glaube ich, ist der gekonnte Umgang damit, also dass Verantwortung auch in der Mediennutzung angezeigt ist, glaube ich, etwas, was in der Medienkompetenz auch eine Rolle spielen muss, neben sozusagen Fertigkeiten. Also das, was sozusagen erstmal die Teilhabe ermöglicht, sind ja erst einmal die technischen Fertigkeiten. Aber dann, wenn ich teilhabe, über all das werden wir heute noch sprechen, aber jetzt gerade will ich ja wissen, zu wem Sie werden. Aber Sie überlegen sozusagen, also ich nehme dem aber mit, dass Mediennutzung schwierig ist, in dem Sinne sozusagen sich da reinzugeben, weil eben diese Trennung dann stattfindet und das Aufgeben des. Also was ich vielleicht, um das dann zu beantworten abschließend, also ich bin sozusagen, würde ich sagen, in der Mediennutzung ganz ich selbst, im Sinne von auch privat. Und das hat dann auch einen Moment der Entspannung, weil ich eben da auch nicht zum Sender dann bin, natürlich in anderen Situationen schon auch. Aber das ist sicherlich etwas, was sozusagen für mich auch Medienkonsum durchaus als etwas Positives erscheinen lässt. Und das fernab der sozialen Netzwerke ist das etwa das in die Hand nehmen einer Zeitung. Da kann ich trotz meines juvenilen Alters, dem kann ich immer noch sehr viel abgewinnen. Alles klar. Ich möchte an der Stelle sollten wir vielleicht klarstellen, es ist keine Bewertung damit verbunden, wer Zeitung liest oder nicht. Es sind einfach unterschiedliche Mediennutzungsverhalten. Herr Schmidt, zu wem werden Sie denn? Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Die Frage ist ein bisschen gemein, da ich ja nun hauptberuflich eine Medienaufsichtseinrichtung leite. Ich erkläre gleich, warum das noch wichtig ist. Ja, das führt dazu, dass ich ehrlich gesagt beim Nutzen von Medien, bei den moderneren noch mehr als bei den klassischen, aber bei denen auch, vorsichtiger werde. Skeptisch ist vielleicht das falsche Wort, aber die Motivation, wenn ich Medien nutze und mich frage, auch bei dem, was mir meine Kinder so zeigen, ob mir die junge Frau in dem Video jetzt den Kajalstift zeigt, weil sie wirklich so begeistert ist oder ob sie dafür Geld bekommen hat, ob die Informationen, die man über politische Phänomene oder den Klimawandel dort los wird, ob das nun tatsächlich so wahnsinnig und so weiter. Sie wissen, worauf ich hinaus will. Also ich werde ein bisschen vorsichtiger. Was ich aber allgemein feststelle, ist, ich sehe zwei Wesensentwicklungen, die viele Menschen dort haben und die sind sehr gegenläufig. Das eine ist, es gibt eine größere Gruppe, die wird unglaublich wertend im Nutzen und im Konsumieren von Medien. Und eine andere Gruppe, die auch groß zu sein scheint, wird ängstlich. Also ich stelle auch fest, jedenfalls in meinem sozialen Umfeld, dass bestimmte Menschen Medien jedenfalls nur noch reduziert aktiv nutzen, weil sie vor Reaktionen Angst haben. Also das bezieht sich jetzt nicht so sehr auf mich selbst. Für mich würde ich sagen, ich konsumiere Medien den ganzen Tag und wahnsinnig gern und ich finde es wahnsinnig spannend, aber meine Vorsicht hat eher zugenommen. Okay. Frau Gerlach, zu wem werden Sie? Also ich nutze soziale Medien privat überhaupt nicht. Und okay. Zwar schon auch vor Grimme nicht, als es anfing, weil ich den persönlichen Austausch mit meinen Freundinnen und Freunden auf anderer Ebene suche und nicht im sozialen Netzwerk professionell. Ich sei mal eine Nachfrage kurz gestattet. Wenn Sie mit Ihren FreundInnen sozusagen sich verhalten oder in einen Kontakt gehen, das findet also auch nur im analogen Raum statt oder Sie nehmen dann auch so etwas? Aber das ist ganz spannend, weil ich würde durchaus dazu auch soziale Medien dazu sehen. Ach so, okay. Zu wem werden Sie denn vielleicht dann detaillierter gefragt, wenn Sie mit Ihren Freundinnen im Digitalen kommunizieren? Werden Sie dann eine andere Freundin? Also ich fühle mich dann einfach frei. Also wenn ich noch ganz oldschool mit SMS kommuniziere oder tatsächlich auch in E-Mails-Gruppen, fühle ich mich als Person frei und werde nicht zur öffentlichen Person. Und das schätze ich einfach kolossal. Und da kann ich auch albern sein, Privates austauschen, sehr Persönliches. Und da habe ich nicht die Befürchtung, ich meine, das kann auch passieren, aber dass nicht Menschen zusehen und zuhören, die mich dann von außen bewerten wollen. Und ich finde, das ist ein wunderbarer Zustand, eben um die eigene Persönlichkeit auch auszuleben. Mhm. Es ist was Spielerisches auch dabei. Als öffentliche Person, also als Grimme-Institut, sind wir auf den sozialen Medien unterwegs, aber eben als Institution. Also wir sprechen dann auch über Kommunikation. Also was wollen wir, also ich kontrolliere es nicht, aber wir haben eine
eine gemeinsame Sprachregelung. Wir sprechen darüber, also unser Pressesprecher ist heute eben auch da, wie kommunizieren wir, weil wir als Institution, und da habe ich als Person auch hinter zurückzutreten, das ist meine Überzeugung eben auch, und so übe ich eben auch diese Funktion aus, was ist im Grimme-Sinne richtig? Mhm. Und wir bewerten ja, also wir sind ja Bewerterinnen und Bewerter von Medienqualität. Das ist ein Punkt der Entschleunigung, das heißt, wir müssen uns 2, 3 Gedanken mehr machen, und wir haben natürlich auch was zu verlieren, wenn wir zu schnell und gedankenlos sind, weil wir mit etwas umgehen, was in der Gesellschaft auch einen hohen Wert hat, nämlich wir sind akzeptiert als Bewertungseinrichtung, und wir sollen eben Orientierung bieten mit den Bewertungen. Wir liegen da auch falsch, und wir haben zum Glück auch Expertinnen und Experten dazu. Also das ist die andere Ebene. Und dann schätze ich Entschleunigung auch, indem ich natürlich lese ich mehrere Medien, also Zeitungen vor allen Dingen auch online, oder nutze eben all diese Dinge, wo man Plattformen hat, wo man tolle Filme sehen kann. Aber das Analoge finde ich, also ist einfach Entschleunigung. Das heißt, ich bin konzentrierter, ich bin mehr Kopf, wenn ich eine Zeitung lese, weil ich einen Artikel, weil ich nicht anfange zu blättern und denke, ach, was ist da noch, lass mich überraschen, was auch ganz toll ist. Aber wenn ich in Ruhe einen Zeitungsartikel lese, bin ich mehr in mir selbst, wollen wir sagen, in meinem Geist und bin langsamer. Auch das entschleunigt. Und Entschleunigung haben wir im Alltag sehr wenig, aber Entschleunigung tut eben auch gut. Dankeschön. Herr Becker, sind Sie schon mal in die Verlegenheit gekommen, die Seminarsfrage selber beantworten zu müssen? Also offen gestanden, wenn ich sie nicht selber beantworte, dann wissen die Studierenden meist gar nicht, wie sie sich der Frage annähern. Das wäre der andere Verdacht, den ich gehabt habe. Ja, unsere Lust darauf, die Dinge, nachdem wir gefragt werden, für objektiv zu halten und sie dann zu besprechen, entweder kritisch oder auch affirmativ, und uns irgendwie rauszuhalten und zu sagen, ich bin jetzt nur der neutrale Beobachter, ist so groß, dass die Verbindung zwischen dem einen und dem anderen, ich kann nur sagen, Kompliment, Sie haben das einigermaßen hingekriegt, ganz, ganz selten gezogen wird. Ja, also muss ich erstmal ein Geständnis loslassen, wie es mir geht. Mich machen soziale Medien, um mich jetzt mal darauf zu beschränken, hypernervös. Mhm. Ja, die Art und Weise, wie dort in Echtzeit und Schnelligkeit und Multimedialität Nachrichten auf den entsprechenden Plattformen oder auch im ganz, ganz blöden E-Mail-Account mich erreichen, überfordert eigentlich mein Zeitverhältnis. Ja. Das heißt, ich werde hypernervös, das ist eine körperliche Reaktion, die fordert mich in der Kunst, meine Finger zu bewegen, heraus, die fordert mich neuronal heraus. Was mache ich mit meinem Gehirn, wenn ich merke, ich muss eigentlich schon wieder das Gefühl, diese E-Mail-Box dazu zu checken. Ja? Und was mache ich dagegen? Ich lese nicht die Zeitung, sondern in der Tat, ich bediene die sozialen Medien. Das heißt, ich bekämpfe Nervosität, indem ich im Medium, das mich nervös macht, einigermaßen kontrolliert, hoffe ich, Familienangehörige können das anders sehen, einigermaßen kontrolliert mit diesem Medium umgehe. Ja, ich habe irgendwie mal ein paar Wochen lang so einen Facebook-Account betrieben, einfach weil ich wissen wollte, was macht das mit mir? Wie funktioniert das? Und Sie haben das, Frau von Groß, also super auf den Punkt gebracht. Ich sage immer, wenn ein 16-, 17-Jähriger einen Facebook-Account eröffnet, erspart ihm das circa 3 Semester Soziologiestudium. Warum? Weil man merkt, in welchem unkalkulierbaren Netzwerk man steckt. Ja, wie die eigenen Nachrichten plötzlich von dort eine Resonanz erbringen und mich dazu zwingen, dann doch ein bisschen mehr Investitionen in meine Fotos zu stecken und so weiter und so fort. Wie ich also abhängig werde von der Resonanz, die ich erlebe, und wie ich derjenige, der ich bin, nur werde, weil ich mich auf diese Resonanz einlasse oder, was ich dann getan habe, zumindest bei Facebook irgendwann wieder ausgestiegen bin, weil ich gesagt habe, nee, also auf diesen chaotischen Algorithmus, indem ich nicht die Kontrolle über die Timeline habe, lasse ich mich nicht ein. Ja, das ist eine Geschmacksfrage, die aber immerhin auch in der Ablehnung etwas über mich sagt. Ich mache mich dann zu jemandem, der mit diesem Chaos, dieses Algorithmus, zumindest nicht produktiv arbeiten kann. Ja, die Ablehnung ist genauso aktivitätsbestimmend und sozusagen individualitätsbildend wie das, die Videobewegung im Medium. Aber für mich ist das Stichwort Nervosität in der Tat das Wichtigste. Das nervöse Medium, könnte man vielleicht auch sagen. Ja. Ich finde das ganz spannend. Und warum habe ich das jetzt gemacht? Also warum habe ich sozusagen diese hochgesellschaftliche und politische Diskussion erstmal versucht, auf diese digitale Ebene, nicht die digitale, das auch die persönliche Ebene sozusagen zu heben oder runterzuholen, je nachdem, wie man das sehen will. Und die Frage, die wir uns heute stellen, ist ja,
Quo vadis digitale Gesellschaft? Und das sind natürlich eigentlich zwei Fragen. Das ist nämlich die eine Frage, wohin wollen wir denn eigentlich gehen mit dieser digitalen Gesellschaft? Und die andere ist, und das ist eine sehr wichtige, wen nehmen wir denn da eigentlich mit? Wer kommt denn da eigentlich mit? Und ich finde, in dem, dass Sie jetzt alle sozusagen das möglich gemacht haben, vielen Dank auch nochmal, auch den persönlichen Einblick dazu zu bringen, das soll in Erinnerung rufen auch, dass eben digitale Medien nichts sind, was anderen passiert. Und ich glaube, in der Diskussion wird das auch ganz oft gemacht, sondern dass eben die ganze Gesellschaft durchgreift. Und um die Klischees noch weiter zu beleuchten, ich habe den Eindruck, sowohl wenn wir über digitale Medien selbst, also deren Nutzung sprechen, als auch, und dafür sind wir heute hier, über die Vermittlung von Medienkompetenz, dann sprechen wir immer von jungen Menschen. Also es sind die jungen Menschen, die digitalen Medien benutzen, diesen neuen Kram. Und es sind die jungen Menschen, die in digitalen Medien ausgebildet wurden. Und wenn man sich dann, es tut mir leid, ich muss jetzt sagen, immer ein bisschen diesen Bildern sprechen, die vielleicht ein bisschen klischeehaft wirken, wenn man sich dann aber anguckt, auch die Großeltern haben natürlich mittlerweile ein Smartphone, wo natürlich fast selbstverständlich, weil das ist ja eigentlich fast schon immer dabei, ein WhatsApp installiert ist. Und das heißt also, alle benutzen das, aber die Medienkompetenzvermittlung ist sozusagen sehr fokussiert, was sicherlich auch eine gute Sache ist, weil die Frühphase des Menschen sicherlich die ist, wo man am meisten am Stück lernen muss. Aber die Frage, wie wir mit dem Rest der Menschheit umgehen, die ja auch in diesen Mediensystemen agieren und vorhanden sind, ist, glaube ich, eine, die würde ich gerne von Ihnen jetzt mal, und damit kommen wir zu dem hohen Teil sozusagen, beantwortet. Vielleicht fangen wir in der politischen Ebene an, Herr Lewinsky. Sehen Sie das als Problem? Unbedingt. Das war ehrlich gesagt Teil der Bestandsaufnahme im Bereich der Medienkompetenzförderung, nachdem wir als Regierung unser Amt angetreten haben, dass uns diese Debatte in der Tat immer viel zu sehr auf den Schulrahmen fokussiert ist. Was dann auch zur Folge hat, dass Medienkompetenzvermittlung sozusagen vom Bild her immer was sehr Deduktives hatte im Sinne von da vorne der Lehrer und da die Schüler, die das lernen, was aus meiner Sicht auch nicht mehr einem modernen Verständnis von Medienkompetenzförderung und auch Vermittlung entspricht. Und das war auch der Grund, warum wir unsere Maßnahmen daraufhin sehr stark überprüft haben, wie es uns gelingt, die anderen Zielgruppen stärker in den Blick zu nehmen. Das ist dann auch letztlich mit dem Digitalcheck NRW, wo wir mit der GMK zusammenarbeiten, die es ja federführend umsetzt im Auftrag der Landesregierung, haben wir genau das versucht. Wir haben sozusagen versucht, dass sozusagen die Vielfalt an Medienkompetenzangeboten, die es im Land gibt, jetzt eben von denen auch genutzt werden kann, die die Schule schon längst verlassen haben. Aber die erstmal sozusagen häufig ist ja so eine Hemmschwelle zu überwinden, wie mache ich mich an das Thema ran? Und ich kann das natürlich im persönlichen Rahmen besprechen, aber vielleicht nicht alle mögen das. Und deswegen finde ich es wichtig, ein niederschwelliges Angebot da zu finden mit einem persönlichen Selbsttest. Aber dann eben auch zu sehen, was für eine Fülle an Angeboten gibt es, die eben nicht auf Schüler kapriziert sind, sondern auf jegliche Altersgruppen. Denn wir machen die Erfahrung, dass ältere Leute natürlich heute wie selbstverständlich auch soziale Netzwerke nutzen, da auch fleißig kommentieren, senden, also nicht nur konsumieren, sondern auch wirklich aktiv sich beteiligen. Und gleichzeitig ist es aus unserer Sicht notwendig, es gehört heutzutage zur gesellschaftlichen Teilhabe dazu, auch in diese digitalen Kommunikationsräume eintreten zu können. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir die Angst davor nehmen und dass wir sozusagen eben versuchen, den Weg zu ebnen. Und da gibt es mittlerweile auch vielfältig private Initiativen, die wirklich beeindruckend sind. Und das fördern wir auch teilweise, sozusagen da besondere Seniorenstammtische, digitale, sozusagen, die es da so gibt. Aber mit dem Digitalcheck soll erst einmal vor allem die Grundlage dafür gelegt werden, dass jeder Zugang hat. Und das ist insofern ein großes Anliegen dieser Landesregierung. Hm. Frau von Groß, Sie stehen also nicht Sie, aber die GMK, stehen also inhaltlich sozusagen hinter diesem Angebot. An wen richtet sich das? Der Digitalcheck NRW richtet sich erstmal an alle Menschen nach Beendigung der Schulpflicht. Und wir wollen landesweit alle Erwachsenen damit ansprechen und sie einladen, sich auf den Weg zu machen, sich aktiv mit der eigenen Medienkompetenz auseinanderzusetzen. Also viele nutzen das oder nutzen das nicht, weil vielleicht Ängste da sind oder sie benutzen das unbedarft. Und sich wirklich mal damit auseinanderzusetzen, wo stehe ich? Und das kann man mit diesem Test
ja, ganz niederschwellig machen. Und ich habe ja diesen geschützten Rahmen, wie Sie schon gesagt haben, ich kann das zu Hause machen. Und viele von uns werden einfach merken, sie haben da einige Lücken. Und das Gute ist ja, dass ich, wenn ich mein Testergebnis bekomme, dass ich dann das gleich verknüpft bekomme mit Angeboten, mit Weiterbildungsangeboten. Aber ist die Idee sozusagen dahinter gewesen, wir machen das so niedrigschwellig wie möglich, wenn ich da bin? Oder haben Sie schon auch sozusagen mit, man sagt, glaube ich, Personas gearbeitet, also im Sinne von so eine konkrete Vorstellung, wer ist denn das eigentlich? Ja das ist die große Herausforderung, weil natürlich Erwachsene ist ein ganz diverses Publikum mit ganz verschiedenen Bedürfnissen, Wünschen. Der individuelle Stand ist in Bezug auf die Medienbildung total unterschiedlich. Deswegen haben wir mit diesem Persona-Konzept gearbeitet und haben uns überlegt, wen können wir damit ansprechen? Und der Digitalcheck NRW ist etwas, was sich auch stetig weiterentwickeln wird. Wir hatten zum Beispiel eine Persona war Hildegard 58, sage ich erstmal so. Und dann haben wir überlegt, versteht Hildegard diese Frage? Hat Hildegard sich damit schon mal auseinandergesetzt? Wo steht sie? Fühlt sie sich angesprochen? Ist es niederschwellig genug formuliert? Fühlt sie sich eingeladen, diesen Test auch zu nutzen? Also ist ganz wichtig, dass wir eine zielgruppengerechte Ansprache haben. Dass wir eine Öffentlichkeitsarbeit machen, dass dieses Angebot auch bekannt wird, also so, dass wirklich auch alle sich eingeladen fühlen, das zu nutzen und sich auf den Weg zu machen. Und wir wollen natürlich auch Lust machen auf Medienbildung und wollen die Chancen von Medienbildung aufzeigen, damit ich mich überhaupt motiviert fühle, mich auf diese Reise auch zu begeben, mich damit mal aktiv auseinanderzusetzen. Das ist tatsächlich so, gerade was mir im Kopf geht, ist immer dieses Douglas Adams-Zitat. Ne? Also alles, was ich, wenn ich geboren bin, alles, was da ist, das nehme ich, das ist einfach so. Alles, was zwischen 15 und 35 kommt, ist unfassbar spannend und alles, was danach kommt, ist des Teufels. So, und das sind ja die Leute, die man erreichen will. Wie überwindet man auch, Herr Becker schüttelt gerade mit dem Kopf, also auch oder nicht? Naja, also mir gehen gerade Ärzte durch den Kopf, die, glaube ich, sehr, sehr dankbar wären, wenn genau diese Schicht von Leuten, die oberhalb von 50 sich aufhalten, eine größere Medienkompetenz haben, weil die glauben, wenn sie eine Diagnose ihrer Ärzte bekommen haben, im Internet die konterkarieren zu können. Ja, und sind gewohnt, mit Büchern und mit Zeitungen umzugehen, haben niemals Autoritätskritik gelernt und ne, tragen das, schütten das ihrem Arzt wieder vor die Füße, was sie jetzt alles glauben. Na gut, also vielleicht. Da ist Medienkompetenz wirklich mal. Vielleicht wollen nicht alle, dass alle Medienkompetenz werden und vielleicht ist Medienkompetenz in verschiedenen Ausprägungen noch sozusagen verschieden schwierig. Aber Frau Gerlach, vielleicht sehen Sie die Douglas Adams-Schranke, wenn ich sie mal so nennen darf, und gilt es, die zu überwinden oder gilt es, das einfach abzuwarten, bis für alle Technologie? Also ich weiß gar nicht, ob es in dieser Schärfe, wie Sie es jetzt formulieren, wirklich so ist, weil die über 50-Jährigen, dazu gehöre ich auch. Adams hat gesagt, über 35. Ja gut, gut, gehen wir nochmal, weil wir sind ja mit dem Netz aufgewachsen. Also es ist ja nicht so, dass, also wenn wir jetzt in der Vielschichtigkeit diese Kompetenz ausdifferenzieren, wie Herr Becker das gerade gemacht hat, fehlen natürlich sehr viele, da werden wir sicherlich auch noch gleich im Einzelnen zu kommen, viele Fähigkeiten, die wir erlernen müssen mit diesem neuen Medium. Und das ist eben, das haben wir auch gelernt, das ist nicht nur eine technische Kompetenz, aber seit meinem Studium, und das ist jetzt echt schon eine ganze Weile her, muss ich mich mit diesem Computer auseinandersetzen. Und das ist ja nicht nur eine Generation, die eben sozusagen wie ich die Universität besuchen durfte, sondern auch viel, viel breiter. Und Sie haben jetzt ja gerade genannt, das, was Sie sagten, die über 50-Jährigen gehen ins Netz und bezweifeln Autoritäten an, indem sie sagen, aber hier im Netz steht so und so, ist es doch ganz anders, als was Sie mir gestern erzählt haben. Also insofern sind wir, glaube ich, als Gesellschaft schon sehr, sehr tief drin im Netz. Und jetzt müssen wir schauen, und das sind ja eben auch die Ansätze, wie hole ich diese Menschen aus dem Netz oder im Netz rein und sage, naja, so einfach wie das Telefon ist das ja alles gar nicht. Ne? Oder wie ein Buch, in dem ich sage, diese Autoritätsgläubigkeit, also dieses Hinterfragen, wie bekomme ich das eben hin? Ich glaube, viele würden auch von sich behaupten, dass sie kompetent sind. Deswegen ist so ein Check auch gut zu machen. Ich bin mal gespannt, wie ich damit so, das ist immer, also sich zu hinterfragen. Also verstehe ich das dann auch, was da passiert? Und die ganzen gesellschaftlichen Dimensionen, also technische Anwendung. Ich meine, das ist ja kinderleicht, mit dem Ding umzugehen, wenn ich jetzt erstmal reine Anwenderin bin.
Aber eben, was bedeutet eben Kommunikation im Netz? Was sind die Wechselwirkungen? Manipulationsfreiheit oder nicht manipuliert? Natürlich bin ich auch durch Bücher und Zeitungen manipulierbar und durch Filme. Gar keine Frage. Aber diese Vielschichtigkeit und daran zu kommen, also auch wirklich dieses eigene Hinterfragen, kann ich es wirklich? Weil ich fand immer schon diese Behauptung, die Jungen sind damit aufgewachsen und genau können auch diese ganzen Dimensionen der Kommunikation erfassen und der sozusagen Chancen und Gefahren und Wechselwirkungen zwischen dem, was in unserer Gesellschaft passiert, da brauchen wir sicherlich alle Ebenen eben auch. Und das ist eben doch etwas wahrscheinlich so Radikales, das wird ja auch oft besprochen, wie damals, als der Buchdruck eingeführt wurde und eben Autoritäten auch und Manipulierbarkeit und die Erschütterung unserer Glaubenskontexte sind. Mhm. Also insofern, glaube ich, sind wir schon vielleicht ein paar Schritte weiter. Viele denken, sie sind auch Kompetenz, auch die Ü50. Und ich sage mal, meine Schwiegermutter, wir haben gestern 1,5 Stunden geskypt, das ist total selbstverständlich. Sie geht mit dem Netz um, sie spielt im Netz. Rutsch. Auch. Und also insofern ist für mich so diese Frage, wie erreiche ich überhaupt, also dieses Problembewusstsein, dass wir ja etwas aufgeworfen haben oder wenn wir vom Problem weg wollen, was macht es mit unserer Gesellschaft auf jeder Ebene? Ich glaube, das ist ja auch die große Herausforderung, diese Schritte zu machen. Und da sind wir, glaube ich, tatsächlich noch eher am Anfang, als dass das schon abgeschlossen ist. Sind Sie das auch so, Herr Schmidt? Ich finde die Frage, ich gebe mir Mühe, die Frage zu verstehen und möglicherweise habe ich sie noch nicht ganz verstanden. Ich glaube ja, dass das Thema, über das wir hier reden, also Medienkompetenz und Medienorientierung, so was ist nochmal der Sinn des Ganzen? Soweit ich das verstanden habe, ist der Sinn des Ganzen, dass ich versuche, dafür zu sorgen, dass alle Teile der Gesellschaft an der Gesellschaft partizipieren können. So, das verlangt eine gewisse Mündigkeit, wie man so schön sagt. Und die Probleme, die sich daraus ableiten, verorte ich jetzt weder nördlich der 35 noch südlich davon, sondern die sind total unterschiedlich. Also die Studien, die wir betrieben haben und unsere praktische Erfahrung zeigt, dass zum Beispiel die Älteren durchaus größere Schwierigkeiten haben, zum Beispiel Desinformation zu erkennen. Weil sie das nicht gewohnt sind, weil sie aus einem Umfeld kommen, in dem sie journalistisch aufbereitete Inhalte als etwas Gegebenes ansehen. Und wenn sowas kommt und das sieht aus wie Journalismus, dann wird das eher als ein Faktum angenommen, selbst wenn man da vielleicht nochmal nachfragen müsste. Ein Problem, das die Jüngeren gar nicht so oft haben. Die Jüngeren haben dafür häufiger das Problem, dass sie in ihrem sozialen Umfeld unmittelbar betroffen sind, dass sie nicht wissen, wie sie mit Drucksituationen umgehen sollen, wie sie damit umgehen sollen, wenn sie im Klassenchat gedisst werden, wenn sie sozusagen Sexting ausgesetzt werden sind, wie sie sozusagen Werbebotschaften, die eigentlich welche sind, als solche erkennen müssen. Das heißt also, wir haben unterschiedliche Situationen in unterschiedlichen Gruppen. Was, glaube ich, stimmt ist, und deswegen finde ich, ist der Digitalcheck NRW eine ausgezeichnete Ergänzung des bisherigen Angebots ist. Richtig ist jedenfalls, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem oder Herausforderung, auf die wir dann passgenau Antworten finden müssen. Und aber das, also vielleicht um das klarzustellen, das war tatsächlich die Frage, die Sie in der Hinsicht bewegen wollte, dass, also eben weil das so klar ist, dass es in den verschiedenen Strukturen verschiedene Dinge gibt, die man da braucht, aber es zumindest von außen betrachtet oft so ist, dass halt natürlich ganz klar ist, dass die jungen Leute da was lernen müssen und da gibt es natürlich auch Angebote. Und das eben sich ausdünnt. Nee, das Problem ist nicht, dass das klar ist, dass man da was tun muss, sondern das große Problem, das wir haben, und das gilt für alle Alterskohorten und das gilt vor allen Dingen auch für alle Bildungsschichten, ist, ja, das ist schon klar. So, und wie bringen wir es jetzt bei? Also Medienorientierung und Medienkompetenz hat die riesen Herausforderung, dass sie sozusagen viel positives Wissen hat, das unglaublich schwer im Transport ist. Mhm. Weil sie erstens, da eben, so wie Sie eben auch sagten, eine große Gruppe von Bevölkerung haben, die sagen, papalapap, ich habe überhaupt kein Problem. Und dass wir zum Zweiten sozusagen aus der theoretischen Ecke bereits sprachlich, alleine die Veranstaltung ist ja ein eindrucksvolles Beispiel dafür, sozusagen ganz viel wissen und aussondern, das ist aber kaum rezipiententauglich. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist sowas wie so ein Digitalcheck eine gute Idee, deswegen ist auf dem schulischen Niveau sowas wie die Medienscouts eine gute Idee, weil dort eine Peer-to-Peer-Kommunikation stattfindet und nicht eine Behörde, ein Grimm-Institut oder die Wissenschaft sozusagen etwas absondert, sondern wir müssen einen Weg finden, wie Bürgerinnen und Bürger selber jeweils in ihren Altersgruppen lernen, damit umzugehen. Und das, da sind wir, ich würde sagen, mit den Projekten, die wir in NRW haben, auf einem extrem guten Weg, aber noch weit davon entfernt, dort zu sein, wo wir sozusagen sein müssen, weil wir viel mehr lernen müssen, dass sich die Kommunikationsformen geändert haben. Wenn Sie mir den Satz noch gestatten,
Wir sind es doch gewohnt in der Vergangenheit, wir machen eine total tolle Broschüre und da stehen ganz viele tolle Sachen zur Medienkompetenz drin. Jeder Satz hat mindestens 3 Nebensätze und 4 Fremdworte und das endet mit einer Empfehlung fürs Programm Arte. Super. Liest kein Mensch mehr. So, und das sozusagen umzudenken, über Elemente wie den Digitalcheck oder die Medienscouts für unterschiedliche Altersgruppen vorzugehen, das ist doch die Herausforderung, die wir hier in NRW und die wir im ganzen Bundesgebiet haben, bei der Frage, wie transportieren wir das, womit wir Menschen dabei helfen, an der Gesellschaft partizipieren zu können. Und damit sie begreifen, und das ist mir auch noch so wichtig, Medienkompetenz ist ja auch kein Sense in itself, sondern es geht darum, dass wir Grundideen der Mediennutzung, nämlich, dass ich das selbstbestimmt machen kann und dass ich dabei ein paar Regeln beachte. Menschenwürde, Jugendschutz, Verbraucherschutz, die Bedeutung von Vielfalt, dass ich das verstehe. Und das sind ja gar nicht so wahnsinnig viele Dinge, die ich da verstehen muss, aber ich muss sie transportiert kriegen und das ist eine große Herausforderung. Aber weil Sie jetzt gerade gesagt haben, dass sozusagen das in den Menschen vielleicht dieser Reflex ist so, ich habe doch gar kein Problem. Und dann gibt es natürlich die Angebote, aber wie, also selbst ein Digitalcheck, so niedrigschwellig auch ist, da muss ich mich ja erstmal davor setzen. Klar. Und die Frage ist sozusagen, wie bewege ich Menschen dazu, sowas zu tun? Also nicht das ganz konkret nur, das auch, sondern generell zu verstehen, diese Welt, in der ich mich bewege, ist vielleicht ein bisschen komplexer, als ich es schon überfahren habe. Ich habe beim Check auch nicht die volle Funkzahl bekommen. Naja, ich kann Ihnen die Frage noch nicht zu 100% beantworten. Okay. Ich glaube, der Digitalcheck ist ein Element, wie man sowas machen kann, eben weil es niedrigschwellig ist. Dann gibt es natürlich, deswegen sind ja auch die Angebote, die wir mit dem Schulministerium machen, so wichtig, weil das natürlich eine, wie soll ich sagen, etablierte Form der Kommunikationsvermittlung ist. So, ich habe einen sehr großen Teil der Bevölkerung für eine relativ lange Zeit und kann deswegen über Elternabende und die Medienscouts, Eltern und Medien sozusagen Dinge transportieren. Und dann, und ich glaube, das ist noch eine Lücke, über die wir nachdenken müssen, muss ich überlegen, und die Frage ist auch schwer zu beantworten, ob es denn eigentlich richtig ist, dass wir nur absenden oder ob wir nicht unter Umständen auch mehr für Fragen zur Verfügung stehen müssen. Also bisher, ich meine, das können Sie ja mal als Experiment machen, bei allem unserer fantastischen Medienkompetenzangebote, gehen Sie mal drauf und suchen Sie eine Antwort auf eine Frage. Und zwar ohne Ihre Ausbildung. So, und das werden wir unter Umständen noch verbessern müssen und sagen müssen, möglicherweise müssen wir eine Form finden, dass Bürgerinnen und Bürger unabhängig von ihrer Bildungsschicht und ihrem Alter in der Lage sind, wenn sie Not haben, bei der sie vielleicht gar nicht wissen, dass das eine Medienkompetenzfrage ist, weil die das gar nicht interessiert, ob das eine Medienkompetenzfrage ist, aber wenn die Not haben, dass sie sich an jemanden wenden können, dem sie vertrauen können und der ihnen dann auch eine passgenaue Antwort liefert, damit man dann nicht in den Analyseirrsinn bei Medizinern kommt, dass man sozusagen so Standardantworten bekommt von wegen, wenn du gedisst wirst, musst du echt mal mit einem Lehrer reden. Mhm. Wenn ich es machen würde als Schüler, hätte ich es ja schon getan. Also so, das ist sozusagen, glaube ich, die nächste Herausforderung. Und das heißt für mich, wir müssen rezipientengerechter kommunizieren. Und dafür sind diese Maßnahmen ein super wichtiger erster Schritt. Und auf diesem Weg müssen wir, glaube ich, jetzt weiterarbeiten. Okay. Ich würde noch gerne zu einem anderen Punkt kommen wollen und dieses ist mir gerade so aufgekommen, weil Frau Gerhardt, glaube ich, gesagt hatte, ne, also der Computer als das Medium, und meine Wahrnehmung zum Beispiel ganz anderes, sozusagen, dass es ganz viele verschiedene Medien in diesem technischen Gerät gibt. Und das ist so die Frage, wenn wir jetzt auch darüber reden, dass diese digitale Medienwelt Demokratie konstituierend vielleicht sogar ist, aber auf jeden Fall formend und gesellschaftsformend. Ist ein Ziel von Medienkompetenz oder sollte ein Ziel von Medienkompetenzvermittlung sein, dass ich mich mit allem auskenne, also von E-Mail zu TikTok, oder kann man diese Systeme irgendwie in Ebenen unterteilen, wo ich sage, da, das ist vielleicht gut für alle, da vielleicht nur, wenn man es interessiert. Herr Becker, glauben Sie an eine komplette Durchdringung oder kann man das irgendwie, kann man die digitalen Mediensysteme so unterteilen, dass man sagt, die sind ungefährlich, die sind wichtig genug? Also eine komplette Durchdringung wäre erstens unmöglich. Mhm. Es gibt zu viel und zu viel in zu vielen Verwendungszusammenhängen. Das kann man wirklich nur Wissenschaftlern überlassen. Und zweitens wäre es eine Zumutung. Ja, ja. Wie lange soll ich mich denn womit beschäftigen müssen? Nee, also ich würde da Max Weber zitieren, wieder mal einen Soziologe, und sagen, die digitale Kompetenz ist interessant, die in der Lebensführung der Nutzer eingebettet werden kann. Ja, wir haben jetzt sehr stark über eigentlich Konsumentenverhalten vor dem Netz gesprochen. Wo hole ich mir Rat? Wie bilde ich mich aus? Wie reagiere ich auf bestimmte Fragen? Wir müssen auch das Aktivitätspotenzial von Leuten abholen. Also wie funktioniert ein Flashmob, wenn ich mal einen machen möchte? Wie komme ich ins Darknet? Ja, wenn ich mal etwas brauche, was meine Eltern, meine Kinder nicht unbedingt überprüfen. Die anderen. Ja? Wie kann ich mich an der App-Entwicklung beteiligen, wenn in meiner Heimatstadt
eine Bürger-App entwickelt wird und ich merke, Mensch, da könnten in der Tat Fragen auftauchen, die mich interessieren. Wie beteilige ich mich sinnvoll an einer sozialen Bewegung, die hauptsächlich im sozialen Medium, in den sozialen Medien ihre Erregungswellen potenziert? Ja, wenn diese Fragen auch Teil des Digital-Checks wären und man merkt, das kann ich mir nicht nur im Chaos Computer Club holen, dieses Wissen, sondern das hole ich mir tatsächlich dort, wo der normale Bürger unterwegs ist, dann wäre eine andere Einbettung in meine Lebensführung möglich. Und dann würde ich auch nicht diese, ich finde, immer wieder merkwürdige Frage stellen müssen, wie bringen wir die Leute dazu, sich zu beteiligen? Das ist ja, hat ja auch einen enormen Zumutungscharakter. Sondern die Frage muss doch sein, woran könnten die Leute Lust haben, sich zu beteiligen, ohne dass ich ihnen irgendetwas unter die Nase reibe? Na, wo sind sie denn, also wo sind denkbare Aktivitätspotenziale in der Gesellschaft, die ich mit bestimmten Angeboten unterstützen kann? Das hat auch übrigens Arte wunderbar betrieben, indem sie ihre Medienangebote interaktiv geöffnet haben. Das hat nicht unbedingt funktioniert, gut. Ne? Aber der Weg, sozusagen sich einzubetten in eben Lebensführungsfragen, in das, was ganz elementar aus der Praxis aller Altersstufen kommt, das finde ich eigentlich eine wesentliche Wendung in der Frage, weg vom Konsumenten hin zum Produzenten von Medieninhalten. Also das ist ein interessanter Punkt, aber ich bin ein bisschen abgekommen. Ich würde deswegen nochmal bleiben wollen bei dem Frau Gerlach, Frau von Groß vielleicht, dieses ob es sozusagen in der, wenn man diese Systeme betrachtet, die man vermitteln will, ob es da eine Unterscheidung gibt zwischen gefährlichen und ungefährlichen. Ich weiß gar nicht, wie genau wie ich es formulieren soll. Also wenn man über Fake News spricht, zum Beispiel ist Telegram ein Kanal, der immer wieder, also wo einfach ganz viel passiert und der immer wieder da zur Sprache kommt. Also ich glaube, dass es schon hilfreich ist, wenn ich mich mit den Strukturen von Medien und von Social-Media-Angeboten auskenne und damit auseinandersetze. Und dass mir bewusst ist, wenn ich Social-Media nutze, dass das nicht dafür programmiert und konstruiert wurde, um mir ein besonders schönes Nutzererlebnis zu machen. Also das ist wichtig zu wissen im Sinne einer Medienkritik, einem reflexiven Umgang mit Medien, dass auch zum Beispiel die Stories bei verschiedenen Anbietern und auf Plattformen, die sind nicht dafür erfunden worden, dass es für mich besonders schön ist, sondern dass ich möglichst viel Zeit darauf verbringe, dass ich möglichst viel Werbung konsumiere und dass ich möglichst viele Daten da lasse. Aber da geht es sozusagen, da geht es um die grundlegenden Konzepte, nicht so sehr um die einzelnen technischen Kanäle, Plattformen. Es geht darum, diese grundlegenden Konzepte zu vermitteln, weil eine Story sozusagen funktioniert, also Stand heute, auf allen Kanälen gleich. Es ist aber nicht so, dass man jedes Angebot einzeln kennenlernen muss. Nee, genau. Aber ich muss die Struktur dahinter verstehen, dass ich auf eine reflexive Art und Weise damit umgehe. Dass ich weiß, natürlich kann ich eine Plattform nutzen und kann das konsumieren und kann das auch zur Entschleunigung nutzen. Der eine die Plattform, der andere die. Aber dass ich weiß, was dahinter steckt. Und deswegen muss ich nicht alles kennen und auch alles nicht nutzen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel TikTok gerne nutzen möchte, dann muss ich wissen, dass TikTok mir zum Beispiel nur einen bestimmten Ausschnitt von Welt vermittelt. Und das ist wichtig, dass also ich möchte nochmal so eine Lanze brechen für die Medienpädagogik und der Art der Vermittlung auch, dass es wichtig ist, dass man Inhalte nicht immer nur kognitiv vermittelt, also dass ich nicht immer sage, ja so und so ist das und so musst du das jetzt machen und das ist wichtig zu wissen, sondern dass ich in der Auseinandersetzung über ein Thema, in dem ich mich mit anderen reibe, mit dem ich mich mit anderen diskutiere, auch gemeinsam schaue, wo sind Grenzen für mich, was geht noch, was geht nicht mehr, dass ich dann zu einer eigenen Meinungsbildung komme, dass ich eine eigene Haltung gegenüber bestimmten Medien entwickle und dann kann ich immer noch entscheiden, inwieweit möchte ich das nutzen, ne? Inwieweit setze ich da eine Grenze und dass ich im Prinzip einen souveränen Umgang damit habe und dann bin ich sehr viel freier damit, auch dass ich weiß, das ist so schön gemacht, dieser Algorithmus, dass immer neue Inhalte kommen, dass ich da möglichst lange drauf bleibe und dann kann ich vielleicht besser entscheiden, nutze ich das jetzt wirklich so lange, verbringe ich meinen halben Nachmittag damit oder mache ich vielleicht was anderes oder nutze ich das Medium, um vielleicht wirklich mich aktiv zu beteiligen, auch um selbst für bestimmte Belange einzustehen oder so. Frau Gerlach vielleicht noch? Dem würde ich mich anschließen. Also es kommt jetzt nicht darauf an, sozusagen zu sagen, die Plattform oder die darf man nicht nutzen, sondern wir müssen wissen, wie sie funktioniert. Und das Weitere, was wir eben auch müssen wissen, wo wir sagen, wenn Sie auf Gefahren hinaus wollen, ist es eben auch das, wo wir eben auch in Ansätzen drüber gesprochen haben, was gebe ich von mir preis, wie funktionieren Interaktionsprozesse, wie ist es, wenn ich dann gedisst, gemobbt werde, was kann ich denn tun, wie kann ich mir helfen oder verhalte ich verhelfen lassen? Oder verhalte ich mich von vornherein etwas anders?
ohne dass es vielleicht Selbstzensur an der Stelle ist. Ich denke, das sind dann die Fähigkeiten, die kommunikativen Fähigkeiten und das in weiteren Ebenen auch denken zu können und zu reflektieren, was passiert, wenn ich dies oder das tue, weil ich eben einfach nicht mehr privat bin. Also ich glaube, das sind zwei ganz wichtige Komponenten, um eben auch einen sicheren und einen souveränen Umgang mit dem Netz zu haben und dann etwas zu tun oder nicht zu tun im Netz. Weil ich meine, dieses Netz ist ja nicht per se gut oder schlecht oder einzelne Plattformen, sondern wichtig ist zu wissen, dass es die großen Player, dass es keinen richtigen wirtschaftlichen und inhaltlichen Wettbewerb gibt, dass es globale Player sind, dass ich mit meinen Daten bezahle. Also es ist dann auch schon, wenn man jetzt drüber spricht, relativ übersichtlich, was diesen Bereich anbelangt. Und was der andere wichtige Bereich ist, eben das, was ich von mir preisgebe. Und das Dritte ist, wie kann ich, also das Hinterfragen eben von Fakten und was passiert oder auch darüber zu wissen, dass es Social Bots gibt, dass nicht hinter jeder Nachricht und hinter jeder Aktion und Reaktion tatsächlich Menschen stehen, sondern dass es eben Manipulationen gibt, die eben Mehrheiten suggeriert oder eben auch Populismus verbreitet. Oder eben auch ganz zielgerichtet auf Menschen losgehen können und ihre Persönlichkeitsrechte verletzen. Ich würde, weil Sie gerade Global Players gesagt haben, mal vielleicht tatsächlich auf diese Perspektive ein bisschen eingehen wollen. Weil Herr Becker hat ja am Anfang erzählt, also Medien früher haben einen ganz krassen Wechsel gemacht, nämlich den von der sozialen Schichtung dann halt zu dieser Mediennutzung. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das passiert jetzt auch gerade. Also ich weiß nicht, ob Sie in der Schwere das auch übereinstimmen würden, aber die, was auch immer wir früher als Gesellschaft gemacht haben, war irgendwie, also im weitesten Sinne auch geografisch verankert. Und die Betreiber der Plattform haben mal spitz formuliert nichts mit uns zu tun. Sie sitzen woanders, sie folgen einem anderen Wertekanon, sitzen in einer ganz anderen Gesellschaft und formen aber mit den Plattformen, die sie betreiben, unsere Gesellschaft. Wie gehen wir damit um? Herr Leminski vielleicht. Das ist in der Tat ein sehr relevantes Thema. Wir haben ja versucht, mit dem Medienstaatsvertrag, den wir jetzt gerade durch die Landtage bringen oder den die Landtage gerade beraten, dieses Problem oder dieses Faktum erstmals dadurch zu sozusagen adressieren, dass wir die sogenannten Intermediären, die Plattformen überhaupt mal zum Gegenstand unserer Regulierung machen. Also wenn Sie heute in einem Privatrundfunk, der eine Lizenz braucht, irgendeine tragende Funktion übernehmen wollen, dann werden Sie dafür alle möglichen Zeugnisse beibringen müssen, dass Sie sozusagen der Regulierung entsprechend diese verantwortungsvolle Position übernehmen können. Wenn Sie sich dagegen hinter Ihren Computer setzen und einfach mal anfangen zu senden, dann brauchen Sie dafür, bisher brauchten Sie dafür keinerlei irgendwie Qualifikationen nachweisen oder gar sozusagen Glaubwürdigkeitsnachweise. Und das ist etwas, was wir jetzt mit dem Medienstaatsvertrag versuchen endlich zu packen, um letztlich diejenigen, die Medien gestalten, sei es technisch, sei es inhaltlich, auch zur Verantwortung ziehen zu können. Weil es ist ja in der Tat so, wie Sie beschrieben haben, hinter einer Zeitung gab es früher den Verleger, der war in der Regel auch regional bekannt, der war vielleicht aus seiner Region verhaftet. Und da gab es sozusagen neben dem geschäftlichen Interesse, was völlig legitim ist, meistens auch ein publizistisches Interesse, also gewissen Themen einer gewissen politischen Richtung, wie auch immer, irgendwie weiter zu verhelfen. Bei einer Plattform, die völlig anonym ist und sozusagen deren Server und auch führende Personen irgendwo weit weg sind, habe ich diese Nähe zu dem Ort, wo die Medien dann ihre Wirkung entfalten, habe ich die nicht. Und das ist insofern schon ein Problem, als dass natürlich erstens aus meiner Sicht teilweise jetzt das versucht wird, manchmal von Plattformanbietern, da werden dann große globale Ziele, also wir wollen so und so viele Menschen teilhaben lassen, Internet bringen, was auch immer. Das ist dann so ein bisschen das, aber es ist natürlich weit weg von der lokalen oder regionalen Ebene. Und trotzdem kann eine absolute Nähe suggeriert werden, was man ja auch daran merkt, dass viele Angebote jetzt gemacht werden, die darauf abzielen, das lokale und das regionale Geschehen dann doch sozusagen zu erfassen, weil man eben dann auch im Geschäftsmodell die Erfahrung gemacht hat, dass den Menschen das, was in ihrer unmittelbaren Umgebung begegnet, dann doch noch auch beim Medienkonsum viel bedeutet und eben nicht nur das Geschehen in den USA oder wo auch immer.
Und insofern wird da seitens der Plattform der Versuch unternommen. Und ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir bestimmte Spielregeln, die für unsere Medienwelt gelten, wie Transparenz, Nachvollziehbarkeit bis hin auch zu journalistischer Sorgfalt, eben auch denen abverlangen, die jetzt nicht in der Tür nebenan sitzen und die wir schon seit Jahrzehnten als Partner kennen. Und weil sonst sozusagen andere Mechanismen sozusagen sich verselbstständigen mit sozialen Folgen, die wir dann alle hier auffangen müssen. Und das ist insofern, also die Verantwortung von Medien sozusagen zu verlangen, das ist aus meiner Sicht eine extrem große Aufgabe der Medienpolitik oder der Medienregulierung in diesen Tagen. Und das ist schwieriger als früher, weil die Akteure eben, wie gesagt, wenn sie heute auch mit Google sprechen, das sind natürlich auch ganz andere Druckmittel, die da sind. Insofern, aber den Kampf müssen wir aufnehmen, oder das haben wir ja auch jetzt, weil wir sonst uns da sozusagen auch aus meiner Sicht unter Wert verkaufen, weil am Ende natürlich für jedes Medium wir auch ein hochinteressanter Markt sind, wenn ich jetzt an Europa oder an Deutschland oder auch an Nordrhein-Westfalen denke. Und dessen müssen wir uns bewusst sein und entsprechende Spielregeln, soweit das eben notwendig ist. Ich glaube, in der Medienpolitik gilt generell, dass abschließend vielleicht noch, dass sozusagen das nur das Nötigste sein sollte. Also man muss immer aufpassen, dass man bei allem Guten, was man meint und was man will und beabsichtigt, bei der Medienregulierung sozusagen nicht überschießt, aber sagen wir mal, gewisse Grundspielregeln umso konsequenter dann auch vollzieht. Mhm. Herr Schmidt? Also die Frage ist vollkommen berechtigt und die Antwort ist jedenfalls in der Theorie auch erstmal ganz einfach. Ja, Sie haben erstmal recht und das wird meiner Einschätzung nach nicht so bleiben. Warum nicht? Weil es am Ende so ist, dass Staat und Gesellschaft die Regeln vorgeben. Das ist im Moment möglicherweise im Netz nicht so. Vielleicht ist es im Moment so, dass amerikanische Unternehmen, meistens sind es ja amerikanische Unternehmen, momentan eher ihre Wertevorstellungen haben. Die können gut oder schlecht sein, das will ich gar nicht beurteilen und nicht so sehr wie ja. Aber das wird sich drehen, so wie es sich im Datenschutz schon gedreht hat, wird das auch in anderen Bereichen passieren. Das heißt, und das ist doch auch ganz normal, am Ende, im Verlaufe einer überschaubaren Zeit, die dauert halt 3 bis 10 Jahre, das hängt immer ein bisschen davon ab, worum es geht, wird sich, so hoffe ich jedenfalls, die Gesellschaft ihre Prärogative zurückholen. Und wenn wir in Europa sagen, naja, also das mit dem Netz finden wir total super und das soll auch frei sein, aber das soll rechtsstaatlich frei sein. Bei uns gilt der Grundsatz, so habe ich das jedenfalls mal gelernt, den sich Herr Cicero vor etwas um die 2000 Jahre ausgedacht hat, nämlich wir beachten Regeln, um frei zu sein. Diese Regeln müssen aber gefunden werden. Und wie Herr Staatssekretär Liminski gesagt hat, es muss auch eine dosierte Form von Regeln sein, weil wir in Europa gelernt haben, Freiheit und Regeln zu schätzen. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir im Verlaufe der nächsten Jahre dazu kommen werden, dass wir als Europäer gefordert sind, die Frage zu beantworten, wie viel Regel braucht das Netz? Und zwar nicht nur im Datenschutz, sondern zum Schutz der Menschenwürde, zum Schutz der Jugend, zum Schutz der Vielfalt, zum Schutz vor Desinformation. Und wo brauchen wir sie nicht, weil umgekehrt zu viele Regeln diese Freiheit wieder kaputt machen. Aber wenn wir was können in Europa, dann genau diesen Spagat. Und ich finde das eine sagenhafte Chance für uns. Also wir werden hier aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr den größten Teil der Industrie im Netz stellen und wahrscheinlich sind wir auch nicht wir die, die die Technik nach vorne bringen. Aber wir sind vielleicht die, die dem Netz, wie soll ich sagen, eine kleine Verortung im Bereich der Werte geben können. Und wer sollte es sonst tun, wenn nicht wir? Manieren beibringen, schießt mir da durch den Kopf. Naja, ich finde Manieren beibringen per se auch nicht schlimm, aber ich hätte es jetzt erstmal mit Werten versucht. Ja, natürlich. Und das mit den Manieren machen wir dann danach. Okay. Herr Becker, man kann ja sozusagen sehr zynisch oder sehr optimistisch sein. Es gab neulich die Nachricht, dass Facebook anscheinend gedroht hat, also wenn ihr Europäer das wirklich so bleibt, dann hören wir einfach auf den Betrieb in Europa. Meine persönliche Reaktion war so, mach doch mal. Mich würde Absolut. Das eigentlich auch mal interessieren, sozusagen, wie das dann aussieht. Aber gut, das andere ist die zynische, dass man sagt, naja gut, der Drops ist gelutscht. Diese Unternehmen sind als weltweit agierende, extranationale Macht nicht mehr einzufangen. Glauben Sie, wir müssen uns auf eine Gesellschaft einstellen, wo es sozusagen neben dem Staaten neue Player gibt? Oder sind die Systeme sozusagen noch so, dass sie sich gegenseitig beeinflussen können? Und die Utopie, die Herr Schmidt da gerade aufgemacht hat, hat eine Chance einzutreten. Also die Frage kommt ja nun wirklich 200 Jahre zu spät. Ist das so? Ja, weil bereits der große alte Hegel entdeckt hat, dass es dann neben dem Staat doch tatsächlich so etwas gibt, was er dann Gesellschaft genannt hat. Der Bereich, in der bunte Akteure Eigeninteressen verfolgen,
die nur an Eigeninteresse und nichts anderes gebunden sind und die deswegen die staatliche Reaktion auf den Plan rufen, diesen Eigeninteressen einen geregelten Rahmen, in dem sie sich entfalten können, zu geben. Aber da sind wir nach wie vor nur mittlerweile auf einer komplett anderen Ebene, nämlich nicht mehr auf der Ebene des Nationalstaats, ja, der qua Territorium und dann doch der großen Bindung der meisten Privatinteressenten, sowohl Parteien wie auch Unternehmen natürlich oder auch Schulen, Universitäten, Kirchen, klare Regeln ihrer Bewegung auf diesem Territorium geben zu können. Das ist weg. Ja, wir leben jetzt im globalen Dorf, von dem Marshall McLuhan gesprochen hat. Und es ist vollkommen unklar, wer denn Gesetzgebungskompetenz für dieses globale Dorf insgesamt in Anspruch nehmen kann. Ja, wir sind ja dabei, alle möglichen internationalen Organisationen mit Hilfe von starken amerikanischen Politikplayern eher abzubauen, zu unserem eigenen Schaden eher abzubauen. Von daher sind wir da in einem sehr, sehr schwierigen Feld unterwegs, in dem ich Ihnen nur zustimmen kann. Wenn Europa da Angebote macht, die als solche attraktiv sind, dann wird es eine ganze Reihe, und nicht nur in Neuseeland, glaube ich, weiteren Akteuren geben, die da hingucken und sagen, Mensch, gerade diese wichtige Frage, die finde ich absolut wichtig, diese wichtige Frage der Rückbindung von globaler Interessen an lokale und regionale Geschehnisse. Um da sozusagen ein Stück weiterzukommen, muss man einen Regelungsrahmen haben, der kleinen Akteuren, die wir ja alle vom Tisch gewischt haben, wieder einen Spielraum zu geben. Na, und aus soziologischer Sicht wäre das die entscheidende Frage, welche Chance haben kleine Akteure? Und zwar nicht nur in diesem Longtail, von dem man früher mal sprach, in der Hoffnung, dass es Leute gibt, die so viel Geduld aufbringen, dass sie auch da noch suchen werden, was da eventuell an Angeboten vorhanden ist, sondern ziemlich weit oben bei einer einigermaßen differenzierten Google-Recherche. Mhm. Okay, das finde ich spannend sozusagen, inwieweit wir da noch hinkommen. Ich würde jetzt mal, also ausgehend auch davon, was Herr Leminski gerade gesagt hat, ne, dass also diese Grenzen, die man ja finden muss zwischen Regulierung und so, zurückkehren zur Medienkompetenzvermittlung. Da stellt sich ja dann dem Einzelnen die Frage, wo ist denn für mich die Grenze? Also was sind Dinge, die ich lernen muss oder sollte und wo es auch Angebote gibt? Und was sind Dinge, wo ich mich darauf verlassen kann, dass es der Staat oder die Gesellschaft oder möglicherweise sogar die Plattform in einer Art und Weise reguliert oder mir nahe bringt, dass es mir nicht schadet. Und das ist, glaube ich, also auch eine unbeantwortete Frage wahrscheinlich, aber wie nähert man sich denn dieser Frage? Hat da jemand eine Idee? Also wie man für sich und auch die Medienkompetenzvermittlung dann betreiben, diese Grenze ziehen kann oder die Annäherung an die Grenze, was muss ich selber machen, wo darf ich darauf bauen, dass es woanders, dass sich jemand anders drum kümmert? Ja, also ich glaube, dass das tatsächlich abhängig ist von dem, wie mein Mediennutzungsverhalten ist. Also wenn ich sozusagen eher passiv bin und eher konsumiere, dann glaube ich, ist der Mindeststandard, der gewährleistet sein muss, ein Verständnis für die Zusammenhänge, wie das gerade eben auch von Frau von Groß geschildert worden ist, aber auch vorher schon von Herrn Schmidt, dass ich zumindest weiß, warum erscheint dies und jenes auf dem Display, was für Interessen haben diejenigen dahinter, die das entsprechend zusammenstellen, was kann ich hinterfragen und was muss ich hinterfragen auch. Wenn ich allerdings sozusagen aktiver das Ganze schon nutze, dann sozusagen würde ich sagen, müsste die nächste Stufe der Medienkompetenz zünden. Dann müsste ich zum Beispiel wissen, was passiert mit den Bildern, die ich einstelle, was passiert mit den Informationen, mit den Verlinkungen, mit den mit Daten, die ich eingebe, wofür werden die genutzt? Und dann ist natürlich die dritte Stufe, wenn ich sozusagen professioneller Sender bin, dann gibt es natürlich noch andere Medienkompetenzfertigkeiten, auch in der Verbreitung. Dann ist es ja sozusagen schon fast die Frage auch, wie ich sozusagen sicherstellen kann, dass die richtigen oder eine kritische Masse das mitbekommt, was ich sage, denke, verbreiten will. Aber insofern finde ich diese Orientierung am eigenen Mediennutzungsverhalten insofern richtig, als dass sie auch nicht den Einzelnen überfordert. Und deswegen ja auch, ohne jetzt hier einen Werbeblock starten zu wollen, aber der Digitalcheck, der eben ausgeht vom eigenen Bedarf, übrigens auch von den eigenen Kenntnissen. Und da, glaube ich, ist es häufig sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel glaube ich, dass die ältere Generation über Medientechnik wahrscheinlich im Zweifel bei manchen Dingen besser Bescheid weiß, auch über Unternehmensstrukturen, die damit verbunden sind, als die jüngere Generation, die das sozusagen nimmt wie Wasser oder Luft, die selbstverständlich ist. So, und das deswegen davon ausgehend vom Bedarf ist, glaube ich, insofern richtig, als dass wir sonst, und das abschließend,
mit der Medienkompetenzförderung die Leute auch überfordern können. Also ich muss nicht wissen, wie ich einen Film sozusagen sachgerecht für die sozialen Netzwerke produziere, um bei sozialen Netzwerken passiv teilzuhaben. Und ich glaube, wenn wir da vom Anspruch bei der Medienkompetenzförderung, müssen wir da auch manchmal ein bisschen runter von, weil sonst natürlich sozusagen, wenn sich der Einzelne das anhört, sagt, oh Gott, da muss ich ja quasi Profi sein und sonst darf ich gar nicht mehr angucken oder irgendwie da rein. Das müssen wir, glaube ich, abbauen und insofern sagen, da muss es sozusagen passend zum jeweiligen Typus von Mediennutzer auch entsprechende Fertigkeiten gegeben sein. Mhm. Frau von Groß? Ja, nochmal, um dieses Beispiel mit dem Konsumieren aufzunehmen. Wenn ich jetzt aber einen Film mir zum Beispiel anschaue oder irgendeine Botschaft, die gesendet wird, ist es wichtig, also es ist hilfreich, wenn ich mich schon mal mit dem Machen auseinandergesetzt habe, um die Botschaften, die vermittelt werden, über verschiedene Techniken, dass ich die besser dechiffrieren kann. Also weiß, wie das Licht eingesetzt ist, wie die Musik eingesetzt ist, wie vermeintliche Quellen irgendwo zitiert werden oder so, dass es sehr hilfreich ist, wenn ich mich schon mal aktiv mit etwas auseinandergesetzt habe. Das heißt nicht, dass jeder schon mal in einem Gruppenprozess einen Film gedreht haben muss, aber das ist ein guter Zugang, dass ich weiß, wie auch Bild manipuliert werden kann. Gerade heutzutage, also wir werden uns auch mit unserer Jahrestagung dem Thema Medienkultur und Öffentlichkeit widmen. Die wäre eigentlich dieses Jahr in Nordrhein-Westfalen, hätte sie stattgefunden. Aufgrund der bekannten Situation haben wir sie ins Netz verlagert. Das Familienministerium NRW unterstützt sie auch. Bei dieser Tagung wird nochmal deutlich, also wir haben ja vorhin auch schon gesagt, wie wichtig das ist, noch immer noch über dieses Fake-News-Thema zu debattieren, dass ich eben mich mit den Botschaften, die gesendet werden, auseinandersetze und dass ich das reflektieren kann und dechiffrieren kann und das eben nicht einfach so eins zu eins für mich so übernehme. Aber wenn ich da kurz ganz kurz interaktiv eingreifen darf. Ich hatte einen sehr guten Politiklehrer in der, im Gymnasium damals und der hat mit uns einen Tagesschaubeitrag auseinandergenommen. Und das war für mich, ich kann mich noch heute daran erinnern, daran sieht man, dass er erfolgreich war. Er hat einen Tagesschau-Beitrag über den Nahostkonflikt mit uns auseinandergenommen und hat jeweils gesagt, was ist das Bild, was ist der gesprochene Ton, was ist vielleicht sogar noch sozusagen Laute, die man dazu hört, in der Reportage aus dem Nahen Osten und wie damit Meinung gemacht wird und geprägt wird. Das habe ich mir bis heute gemerkt. Ich gucke Nachrichten nach wie vor nach diesem Schema, was ich da gelernt habe. Und trotzdem muss ich aber noch nicht in der Lage sein, einen Nachrichtenbeitrag zu bauen oder jetzt schon die Technik einsetzen zu können. Ich muss nur wissen, welche Techniken und welche Fertigkeiten, ich glaube, das meinten Sie auch, sozusagen angewandt werden und was da zusammenkommt, was alles Eindruck auf mich macht. Ton, Bild, gesprochenes Wort etc. Und dann kann ich es auch anders dechiffrieren, was mir der Absender damit vielleicht gerade versucht, subversiv auch unterzujubeln, scheinbar objektiv. Und das, glaube ich, ist erfolgreiche Medienkompetenz. Ich frage mich aber trotzdem, ob man wirklich sagen kann, also grob übersetzt, je aktiver, desto mehr muss ich mich auch damit beschäftigen, ob das so stimmen kann, weil ja sozusagen in dem Moment heutzutage, wo ich meinen Fernseher anmache, werde ich ja das Subjekt von Datenrecherche über mich. Und ob man nicht vielleicht doch früher anfangen muss, sich das selbst zu bilden. Aber Herr Schmidt, wie würden Sie sich denn dieser Grenze nähern? Was muss ich selber, was kann ich anderen überlassen? Ja. Also das ist eine schwierige Frage. Wir können einfach anfangen, anderen überlassen, nämlich der Medienregulierung muss man, glaube ich, die Grenze, die über allem steht, nämlich wie ziehen wir eine sinnvolle Grenze zwischen dem Recht auf freie Meinungsäußerung und dem Schutz bestimmter Güter. Das ist eine extrem schwere Frage bei Fake News, genauso wie bei Hassrede und so weiter. So, dann kommen wir einen Schritt weiter, nämlich was müssten wir auf jeden Fall auch sozusagen von uns aus, von der Gesellschaft aus, über alle uns zur Verfügung stehenden Wege vermitteln? Das wäre, glaube ich, sozusagen die prinzipielle Betrachtung. Also es gelten bestimmte Regeln, wie dass ich mein Gegenüber respektiere. Ich lerne ganz grundsätzlich, dass die Struktur des Netzes nicht nur dafür da ist, mir persönlich eine Freude zu machen, also eher auf einem abstrakten Niveau. Das ist, glaube ich, etwas, was unbedingt vermittelt werden muss und was vielleicht auch in hohem Maß in die Schulen gehört, damit das darüber sozusagen läuft. Und dann nähern wir uns immer mehr der Frage, wie mache ich mich selbst mündig im Sinne von, ich kann auch aktiv werden, also über den Digitalcheck NRW, später über die Medienbox NRW. Und das in der Tat geht dann immer mehr in Richtung der Frage, was will ich denn eigentlich selber machen? Das verlässt also immer mehr den Bereich, in dem wir, das Land, andere Institutionen sozusagen vorgeben können, was zu tun ist, sondern das ist dann immer mehr eine Frage der Eigeninitiative. Also ich glaube, wir kommen von dem Punkt, wo geht es darum, etwas, die Gesellschaft oder den Einzelnen zu schützen,
Das obliegt eher der Gesellschaft über die Vermittlung der Prinzipien, indem man sagen kann, so jetzt regen wir uns mal alle nicht auf, Digitalisierung führt jetzt noch nicht dazu, dass wir die Prinzipien unseres Zusammenlebens vollkommen über Bord werfen, aber das muss ich auch vermitteln und kommen dann zur Frage, wie mache ich mir Medien nutzbar? Und dann komme ich immer mehr von einer allgemeinen Medienorientierung über die Medienkompetenz zu einer Medienausbildung. Mhm. Und entsprechend wird es dann, muss es dann auch immer eigeninitiativer werden und wird auch immer spezieller. Okay. Frau Gerler? Ich habe gerade gedacht, ein paar basale Dinge, die ja angesprochen worden, gehen ja weit, weit darüber, wie gesagt, hinaus, was man auch sagen kann, das ist allgemein, was wir im Leben lernen müssen. Ne? Also Manipulation, also wie lasse ich mich manipulieren und welche Wirkmechanismen sind das? Also die es nicht erst seit dem Internet gibt, sondern sicherlich auch schon ganz fundamentale Kenntnisse, die wir nicht nur auf Universitäten lernen sollten, sondern tatsächlich vielleicht sogar schon ab jetzt Grundschule vielleicht noch etwas zu früh, aber vielleicht dann gesellschaftlich etwas weiter fassen müssen, weil wir eben mit Dingen konfrontiert sind, also was Hinterfragen angeht und dergleichen, was sich eben nicht nur aufs Netz bezieht. Also vielleicht ist es auch, wenn man sagt, eine Gesellschaft entwickelt sich auch evolutionär und wird auch getrieben durch eben Medien oder Techniken, ist es auch eine, wenn wir in Stufen reden, also eine weitere Form, wo all diese Dinge, die unser armes Hirn, was sich, glaube ich, in den letzten Jahrtausenden nicht so unbedingt weiterentwickelt hat, immer noch genauso reagiert und es allgemein Wissen zulohnt in unserem sozialen und in Interagieren. Es geht von Nervosität, also was ist unser Ruhebedürfnis, auch das gehört dazu. Also wie befreie ich mich von dem äußeren Druck und solche Dinge. Aber das ist auch im allgemeinen Leben ganz erkenntnisreich. Insofern habe ich aber an den Punkten, die die drei Vorrednerinnen vor mir gesagt haben, auch nichts hinzuzufügen. Okay, dann jetzt ist mir sozusagen das, am Anfang war es umgedreht, jetzt habe ich weniger Zeit, als ich eigentlich dachte, deswegen müssen wir jetzt zum Schluss kommen. Ich habe mal versucht sozusagen zusammen oder rauszuziehen, was so Konsens vielleicht sein könnte, was wir für diese, wo wollen wir hin als digitale Gesellschaft sind. Wir brauchen Verständnis, also bei den Einzelnen, aber auch füreinander. Es ging an mehreren Stellen interessanterweise darum, dass die Leute, die aktiv in den sozialen Medien eigentlich sehr wichtig sind und dass die sich auch selber fortbilden müssen, aber auch, das hat Herr Becker vorhin gesagt, sozusagen viel mehr abgeholt werden müssen im Sinne von, wie kann ich denn überhaupt aktiv werden? Und es ging auch darum, dass man als einzelner Mensch oder als kleinerer Akteur oder Akteurin auch sichtbar wird. Wir haben jetzt noch sozusagen ganz kurz Zeit, ich weiß nicht, ob Ihnen das möglich ist, aber ich würde gerne sozusagen noch einen Satz von jedem für die zu ergründende utopische digitale Gesellschaft haben. Dann bin ich draußen bei. Also ich halte mal fest, Herr Becker sagt, das ist zu komplex. Nein, ganz im Ernst. Also bei allem Zumutungscharakter dieses Satzes, aber ich würde sagen, wir sind eben, das merken wir bei den sozialen Medien, wir sind nicht nur für unser Handeln, sondern auch für unser Erleben verantwortlich. Ja, wir machen etwas aus der Welt, indem wir uns ihre Aufmerksamkeit schenken. Nicht umsonst hat man gesagt, die Aufmerksamkeit ist die wichtigste Währung der gegenwärtigen Gesellschaft. Und wem ich Aufmerksamkeit schenke, den mache ich dadurch stark. Ich sollte mir das dreimal überlegen. Alles klar. Frau Gerlach? Ich wünsche mir, oder meine Utopie wäre tatsächlich eine europäische Netzethik, die wir für uns entwickeln in den nächsten 10, 15 Jahren, wo sich eben auch eine Werteregulierung herauskristallisiert und einen europäischen Wettbewerb. Wir werden da nicht mehr Vorreiterinnen sein und Vorreiter, aber einen wirtschaftlichen Wettbewerb, auch im Hinblick auf Plattformen, aber die Werteethik im Netz, eine europäische, das wäre mir das Allerwichtigste. Herr Schmidt? Daran kann ich direkt anschließen. Ich glaube, das Ziel oder die Utopie muss sein, dass wir als Gesellschaft auch dem Netz, den Medien gegenüber selbstbewusst sind. Am Ende prägen wir die Medien und nicht umgekehrt. Und es liegt an uns, das so zu gestalten, wie wir das für richtig halten. Herr Leminski? Wenn wir schon das Wort Utopie bemühen, dann will ich damit auch einen Wunsch verbinden und mich da einreihen, wo Frau Gerlach aufgehört hat. Die Utopie im Bereich Medien meinerseits wäre, dass wir technisch und wirtschaftlich in der Lage sind, Medien so zu gestalten, dass sie einer europäischen Werte- und Ethikordnung entsprechen und dass wir dazu dann aber auch eben vollumfänglich in der Lage sind, das entweder durchzusetzen oder eben selber uns technisch in die Lage zu versetzen. Dankeschön.
Ja, meine Utopie ist, dass wir wirklich alle mitnehmen, auch im Sinne einer inklusiven Medienbildung, wirklich auch Zielgruppen in den Fokus nehmen, die von Ausgrenzung und Marginalisierung betroffen sind, und dass wir wirklich eine breite Verankerung von Medienbildung haben, die sich an sozialen und ethischen Standards und politischen, kulturellen Fragen orientiert. Genau, und dass wir Räume zum Experimentieren und Ausprobieren brauchen und auch des kollaborativen gemeinsamen Arbeitens, um halt auch die Zukunft, die digitale Zukunft gemeinsam mitzugestalten. Und dazu gehört die Medienbildung, die Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, und die müssen alle zusammen in einem Boot sitzen und daran arbeiten. Also vielen Dank, dass Sie alle da waren. Und ich finde ganz schön sozusagen, dass so viel Optimismus noch gestattet, dass an dieser Stelle man also trotz der Komplexität und der Verschiedenhaftigkeit der ganzen Themen doch sozusagen einen gewissen Optimismus, da geht noch was, dass man dann mitnehmen könnte. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Dann vielen Dank hier. Und wir machen jetzt wieder das Pandemieballett und begeben uns nach draußen. Und während das hier schon passiert, vielen Dank Sie nochmal. Kann ich jetzt schon ankündigen, es ging jetzt in der Diskussion auch schon häufiger um den Digitalcheck NRW, und genau das wird jetzt ein kleines bisschen ausführlicher angegangen.